Herzlich willkommen! Ich bin Andrea aus dem Redaktionsteam von Quarks und in diesem Video wollen wir eine Frage diskutieren, die momentan unter Experten und Politikern hart umstritten ist. Wann können wir die Maßnahmen wirklich lockern? Aus wissenschaftlicher Sicht. Dazu habe ich die letzten Tage mit meinen Kollegen Lisa und Jonathan viel recherchiert und wir haben durchgespielt, welcher Ausstiegszeitpunkt welche Folgen hätte. Im Grunde stehen sich in der öffentlichen Debatte momentan zwei Positionen gegenüber. Die erste, Maßnahmen jetzt lockern. Zumindest schrittweise. Denn die wirtschaftlichen Schäden und die psychischen Folgen der Beschränkungen sind zu groß. Und außerdem steht auch das Gesundheitssystem bislang gut da. Die zweite Position, jetzt noch weiter durchhalten. So lange, bis sich nur noch ganz, ganz wenige Menschen anstecken und wir neue Infektionsherde wieder gut kontrollieren können. Bund und Länder haben sich jetzt für die erste Variante entschieden. Maßnahmen lockern. Die meisten Geschäfte sollen jetzt wieder öffnen und auch in den Schulen soll es schrittweise wieder Unterricht geben. Um zu beurteilen, ob das eine gute Idee ist, muss man erstmal wissen, wo wir jetzt gerade stehen. In Deutschland sind die täglich gemeldeten Neuinfektionen etwas zurückgegangen. Das ist erstmal eine gute Nachricht, denn das gibt Hoffnung, dass die Krankenhäuser auch in den nächsten Tagen nicht überfordert sein werden. Und es zeigt, dass die strengen Maßnahmen wie Kontaktverbote und Schulschließungen Wirkung hatten. Dass es also etwas gebracht hat, dass wir uns alle so zusammenreißen. Das Max-Planck-Institut hat modelliert, wie sich die Zahlen der Neuinfektionen entwickelt hätten, wenn wir keine Maßnahmen ergriffen hätten. Das sah bei ihnen so aus. Am 8. März wurden Großveranstaltungen abgesagt. Hätte man nur das gemacht, wären die Zahlen weiter angestiegen. Allerdings etwas verzögert, wie die orangene Kurve zeigt. Am 16. März wurden Kitas und Schulen geschlossen. Aber auch das zusammen mit den abgesagten Großveranstaltungen hätte noch keinen ausreichenden Effekt gehabt, wie die gelbe Kurve zeigt. Den hatte erst die zusätzliche Kontaktminimierung vom 22. März. Das sieht man, wenn man sich die tatsächliche Entwicklung ansieht, hier als Punkte. Das heißt also, nur eine Kombination von Maßnahmen hat dazu geführt, dass die Zahl der Neuinfektionen pro Tag sinken. Das, was wir da gemacht haben, wird auch als The Hammer bezeichnet. Wir holen den Hammer raus und hauen einmal auf die Kurve drauf. Die Frage ist jetzt, wie es nach dem Hammer weitergeht. Und dafür muss man sich eine ganz wichtige Zahl genauer anschauen. Und das erklärt euch jetzt mein Kollege Jonathan. Das ist die Zahl, um die sich beim Coronavirus am Ende alles dreht. Die Reproduktionszahl R sagt uns, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Wenn R größer als 1 ist, steckt ein Infizierter mehr als einen anderen Menschen an. Die Zahl der Neuinfektionen steigt also immer weiter und schneller. Sie steigt exponentiell, es kommt zu einer Explosion der Zahlen. Wenn R etwa gleich 1 ist, heißt das, dass jeder Infizierte im Schnitt nur eine weitere Person ansteckt. Die Neuinfektionen würden also stagnieren, die Kurve würde nicht mehr wachsen. Wenn R kleiner als 1 ist, steckt jeder Infizierte im Schnitt weniger als eine Person an. Dann wird die Zahl der Neuinfizierten von Tag zu Tag kleiner, bis es irgendwann kaum noch Neuinfektionen gibt. Mitte März lag R teilweise über 3. Das zeigt diese Verlaufskurve hier vom Robert-Koch-Institut. Inzwischen liegt sie knapp unter 1. Das heißt, jeden Tag gibt es etwas weniger Neuinfektionen. Erst wenn die Reproduktionszahl R dauerhaft unter 1 liegt, sich also von Tag zu Tag etwas weniger Leute anstecken, kann man davon sprechen, dass wir die Epidemie eingedämmt, also einigermaßen unter Kontrolle haben. Wie groß oder klein R ist, hängt am Ende davon ab, welche Maßnahmen wir gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergreifen. Je mehr Maßnahmen wir ergreifen oder je strenger diese Maßnahmen sind, desto weiter drücken wir R nach unten. Was würde also passieren, wenn wir die Maßnahmen jetzt schon lockern würden? Das erklärt euch jetzt Lisa. Dass die gemeldeten Neuinfektionen zurückgehen, ist gut. Es heißt aber leider nicht, dass die Pandemie zu Ende ist, denn es sind viel zu wenig Menschen immun. Das Imperial College in London, eine der besten Adressen, wenn es um Modellierungen zur Corona-Epidemie geht, hat für Ende März geschätzt, dass in Deutschland etwa 600.000 Menschen infiziert waren. Klingt viel, sind aber nur 0,7% der Bevölkerung. Und Göttinger Forscher schätzen sogar noch weniger, sie kommen auf 0,5%.
Jetzt werden es wahrscheinlich etwas mehr sein, aber immer noch viel zu wenige, um zu sagen, dass wir aus dem Gröbsten raus sind. Ganz im Gegenteil. Denn es müssen sich ja 60-70% der Bevölkerung anstecken, damit sich das Virus nicht mehr ausbreiten muss. Oder wir brauchen einen Impfstoff. Wenn wir jetzt zu viele Maßnahmen lockern, passiert wahrscheinlich das. Die gestrichelte Linie zeigt den Stand heute an. Heißt, mit weniger Maßnahmen würde die Kurve schnell wieder steigen. Denn momentan ist es kaum möglich zu sagen, welche der Maßnahmen wie viel genau gebracht hat, weil sie ja alle sehr, sehr schnell hintereinander eingeführt wurden. Was man sagen kann, ist, das Maßnahmenpaket als Ganzes hat etwas gebracht. Und klar ist auch, wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Maßnahme lockern, dann müssen wir gleichzeitig eine andere Lösung einführen, die in etwa eine gleich starke Wirkung hat. Der Plan ist jetzt, dass möglichst viele Menschen in der Öffentlichkeit eine Maske tragen sollen. Ob das die Lockerung aber kompensieren kann, das muss ich erst noch zeigen. Klar ist, wenn wir jetzt schon zu viel lockern, wird er wieder hochgehen und die Zahlen werden wieder steigen. Denn an dem Virus hat sich nichts geändert. Es ist genauso leicht ansteckend wie vorher. Es ist genauso gefährlich. Was sich geändert hat? Wir wissen mehr über das Virus. Wir haben mehr Intensivbetten und wir wissen besser, wie wir uns schützen können. Trotzdem sind fast genauso wenige immun wie vorher. Einige sagen jetzt, ach, egal, wenn sich Leute anstecken, denn... Das ist ein häufiges Argument, die Maßnahmen jetzt zu lockern. Wir brauchen ja eh mehr immune Menschen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu reduzieren. Es sei also gut, wenn es mehr Infektionen gäbe und die Risikogruppen könne man ja einfach isolieren. Es gibt vor allem eins, was dagegen spricht. Viel zu viele Menschen gehören zu diesen Risikogruppen. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber eine britische Studie gibt für Deutschland eine grobe Schätzung von über 16 Millionen Menschen an, die zu diesen Risikogruppen gehören. Allein der Anteil der über 70-Jährigen liegt in Deutschland bei über 13 Millionen. Die müsste man also alle isolieren. Wenig realistisch. Und wir wissen immer noch sehr wenig über das Virus und welche Schäden es im Körper anrichtet. So gibt es einige Berichte über Langzeitschäden. Bei einigen Patienten zum Beispiel ist die Lungenfunktion noch lange beeinträchtigt. Bei anderen schädigt das Virus das Herz. Solange wir nicht wissen, wie häufig solche Schäden vorkommen und wie lange sie anhalten, sollten wir Infektionen, soweit es geht, vermeiden. Der andere Weg wäre, jetzt noch keine Lockerung, sondern noch länger durchhalten, bis sich nur noch ganz, ganz wenig Menschen anstecken. Also noch länger mit dem Hammer draufhauen. Das würde bedeuten, R liegt deutlich unter 1. Jeden Tag infizieren sich immer weniger Menschen. Die Frage ist nur, wie lange zieht man das durch? Forscher der Max-Planck-Gesellschaft schlagen vor, so lange, bis wir nur noch wenige 100 neue Fälle pro Tag haben. Dann sind es so wenig Fälle, dass wir sie wieder unter Kontrolle bringen können. Dann können wir die neuen Fälle identifizieren, isolieren und die Kontakte aufspüren. Da sind wir aber noch lange nicht. Wir sind immer noch bei mehreren tausend neuen Fällen pro Tag. Und das sind nur die getesteten und gemeldeten Fälle. Forscher des Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung empfehlen sogar, die Maßnahmen noch mehrere Wochen und sogar noch strenger durchzuziehen. Je niedriger R ist, desto schneller sinken die Zahlen der Neuinfektion und desto schneller sind wir am Ziel. Aber auch danach darf R nicht größer 1 sein. Auch wenn wir die Kontaktsperren noch weiter beibehalten und die Maßnahmen erst in ein paar Wochen lockern, es gibt keinen einfach so zurück zur Normalität. Wir müssen auch danach darauf achten, dass R maximal bei 1 liegt. Das muss also unser Fokus in den nächsten Wochen sein. Nicht flatten the curve, sondern keep R low, damit wir die Kontrolle über die Infektionszahlen behalten. Einige sprechen auch vom Tanz, also quasi der Tanz von R. Der Tanz hat ein Ziel. Er soll verhindern, dass die Infektionszahlen wieder schnell steil nach oben schnellen. R darf also bei maximal 1 liegen. Schwerer, wenn wir hier starten und einfacher, wenn die Maßnahmen erst dann gelockert werden, wenn wir schon hier unten sind. Klar ist, je höher wir starten, also je mehr Infektionen wir nach dem Lockdown noch haben, desto eher ist der Tanz ein Spiel mit dem Feuer. Und desto schneller kann die Ausbreitung des Virus wieder außer Kontrolle geraten. Denn die Zahlen sind einfach noch nicht niedrig genug, als dass man sie gut kontrollieren könnte. Und dann müsste wieder der Hammer ran und ein ständiges Hin und Her, das will niemand. Und niedrige Infektionszahlen hätten noch einen weiteren Vorteil. Es wären nämlich weniger Maßnahmen notwendig, um R bei maximal 1 zu halten. 200 Infektionen lassen sich eben besser kontrollieren als 200.000. Die Frage ist, was für Maßnahmen könnten das sein?
Viele Wissenschaftler haben sich in den letzten Tagen und Wochen damit beschäftigt, wie es nach dem Lockdown weitergehen könnte. Gefühlt jede Fachgesellschaft hat ihre eigene Stellungnahme und viele der Bausteine sind gleich. Der erste: testen, 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 um neue Infektionsherde so schnell wie möglich zu erkennen und direkt im Keim zu ersticken. Weiter Abstand halten und Masken tragen, wo Abstand halten nicht möglich ist. Denn der Knackpunkt ist ja, viele Übertragungen finden statt, noch bevor wir Symptome verspüren. Etwa 2 bis 3 Tage vorher. Man sieht es den Menschen also nicht an, ob sie ansteckend sind. Und sie selbst wissen es dann auch nicht. Und deshalb sprechen sich viele Experten für eine Tracing-App aus, die man sich auf sein Handy lädt, um Kontakte möglichst schnell aufspüren zu können. Zwar versuchen auch die Gesundheitsämter, Kontakte nachzuverfolgen, aber eine App wäre viel schneller und sie könnte auch Kontakte erwischen, auf die das Gesundheitsamt nie käme, im Supermarkt zum Beispiel oder in der U-Bahn. Forscher haben mit mathematischen Modellen prognostiziert, dass eine solche App genauso effektiv wie ein Lockdown sein könnte. Die einzige Bedingung dafür: es müssen möglichst viele Menschen mitmachen. Die Uni Oxford hat in einer Befragung ermittelt, dass etwa 3/4 der Deutschen eine solche App installieren würden. Das Problem bei der ganzen Sache ist allerdings der Datenschutz. Da gibt es noch eine Menge zu regeln. Realistisch ist, dass es ein Herantasten wird. Eine Maßnahme lockern, schauen, was passiert, und dann eventuell wieder nachjustieren. Viele Ideen müssen sich auch erst in der Praxis beweisen. Auf dem Papier klingt es einfach, dass junge Schüler Schutzmasken tragen und so die Schule schnell wieder starten kann. Das fordert die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften. Wenn es aber selbst viele Erwachsene nicht schaffen, die Masken richtig zu tragen, ist doch die Frage: kriegen Grundschüler das hin oder erhöhen Masken nicht eventuell sogar deren Risiko, sich anzustecken? Lockern sollte also eher eine Art Feintuning sein. Und wenn es doch zu neuen Ausbrüchen kommt, muss hinterher wieder auf die Bremse getreten werden. Das Ziel ist aber auch, dann regionaler vorgehen zu können. Ein Ausbruch in Castrop-Rauxel muss nicht unbedingt zum Kontaktverbot in Brandenburg führen. Nur im allerschlimmsten Fall muss der Hammer nochmal für alle raus. Entscheidend dafür, dass Maßnahmen gelockert werden können, ist auch eins: eine bessere Datengrundlage. Bessere Daten machen es einfacher, schneller zu reagieren. Und je schneller man auf neue Infektionen reagieren kann, desto weniger streng müssen die Maßnahmen sein. Momentan zeigen die meisten Medien immer noch vor allem die gemeldeten Fallzahlen. Dabei ist ihre Aussagekraft gering. Denn je mehr wir testen, desto mehr Fälle identifizieren wir auch. Und wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Forscher aus Göttingen haben für Deutschland im März geschätzt, dass nur 15% der Fälle identifiziert wurden. Und auch das Robert-Koch-Institut hält es für möglich, dass es tatsächlich bis zu 11-mal mehr Fälle sein können. Um die Dunkelziffer besser einzuschätzen, brauchen wir regelmäßige Stichprobenuntersuchungen in repräsentativen Teilen der Bevölkerung. Damit kann man dann die reale Infektionsausbreitung und auch die Effekte der Maßnahmen besser einschätzen. Die gute Nachricht: solche Stichprobenuntersuchungen werden schon längst gemacht. Erste Ergebnisse sollen im Mai vorliegen. Als wichtigstes Maß für die aktuelle Situation gilt daher eine andere Zahl. Und zwar die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. Die Zahlen auf den Intensivstationen werden zumindest schon erhoben. Die Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin erhebt die Daten und gibt täglich Berichte raus. Am 15. April wurden zum Beispiel 2700 Covid-19-Patienten auf Intensiv gemeldet. 75% davon werden beatmet. Doch das ist nur ein Teil der tatsächlich auf Intensiv liegenden Covid-19-Patienten, weil die Krankenhäuser momentan leider nur sehr unregelmäßig melden. Das heißt, auch momentan kann man aus den Daten nur wenig Schlüsse ziehen. Und es gibt eine Karte der Universität Konstanz, die zeigt, ob die einzelnen Krankenhäuser noch Kapazitäten auf Intensiv haben oder nicht. Allerdings ist auch diese Karte davon abhängig, wie gut die Krankenhäuser melden. Die wohl größte Herausforderung für uns alle ist es, auszuhalten, dass die Wissenschaft noch so wenig weiß. Über das Virus und darüber, wie viel welche Maßnahme bringt. Und auch darüber, wie viel welche Maßnahme uns kostet. Aber genau das ist leider die dünne Grundlage, auf der die Politik jetzt weiter Entscheidungen treffen muss. Am 30. April wollen Bund und Länder wieder beraten. Dann wird sich zeigen, ob die Zahl der Neuinfektionen niedrig genug ist. Klar ist: je niedriger die Zahl der Neuinfektionen ist, desto mehr Puffer haben wir. Und desto leichter ist es, die Zahl der Neuinfizierten zu kontrollieren. Wenn wir zu früh lockern, kann die Sache aber auch ganz schnell wieder außer Kontrolle geraten. Und vieles, was wir jetzt erreicht haben, wäre umsonst. Ihr könnt das, was wir in diesem Video erklären, auch auf unserer Website quarks.de nachlesen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Wir recherchieren weiter und bleiben für euch dran.
Bis bald, macht's gut.